Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizards. Heute habe ich für euch meinen ersten Waffenguide mit im Gepäck. Dieser zielt hauptsächlich auf den Schwierigkeitsgrad Ultraschwer und in dem behandeln wir auch gleich die meiner Meinung nach beste Waffengattung im Spiel, die Gattung der Jäger- und Schlächterbögen. Den ersten Vertreter der Gattung der Jägerbögen bekommen wir gleich zum Start des Spiels spendiert. Es handelt sich hierbei um den Karja-Jägerbogen. So haben wir gleich von Beginn an ein mächtiges und strategisch wichtiges Werkzeug, um auf der Maschinenjagd besser bestehen zu können. Ach, und wundert euch nicht über die geringen Werte. Wie schon gesagt, richtet sich dieser Guide an den Schwierigkeitsgrad Ultraschwer. In diesem werden die Werte der Ausrüstung runterskaliert, um das Spiel schwerer zu machen. Als nächstes behandeln wir den Profi-Jägerbogen. Diesen können wir im späteren Spielverlauf bei den meisten Händlern gegen seltene Maschinenteile und Scherben erwerben. Er besitzt wie die meisten anderen seiner Waffengattung die Möglichkeit, Feuerpfeile, gehärtete Pfeile und Jägerpfeile abzufeuern. Die Jägerpfeile sind hier aber getrost zu vernachlässigen, weil sie im späteren Spielverlauf und auf Ultraschwer nahezu keine Bedeutung mehr haben. Der Profi-Jägerbogen ist aufgrund der vergleichsweise niedrigen Schadenswerte keine Waffe, die als grobe Kelle fungiert. Er ist vielmehr eine Waffe für schnelle Entscheidungen. Vor allem zeigt sich das im Kampf gegen kleinere Maschinen und menschliche NPC. Aber seine Hauptaufgabe liegt eigentlich darin, etwas anzuzünden, vornehmlich Mensch und Maschine. Das zeigt sich auch bei der Modifizierung. Da es ihm, im Vergleich zum Schlächterbogen, an dem verstärkten Schaden mangelt, versuchen wir, sein Talent und strategische Hauptaufgabe herauszuarbeiten, die wie oben schon gesagt darin besteht, etwas anzuzünden. Wir verstärken also seinen Feuerschaden und seine Handhabung so gut es möglich ist. Bei den bevorzugten Modifikationen konzentrieren wir uns also auf Feuerschaden, Handhabung und Schaden. Hier ist vor allem zu bemerken, dass der Schadenswert hier noch vor dem Abrisswert genommen wird. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen können wir so durch ihn auch noch Schaden austeilen und zum anderen verfügt der Feuerpfeil schlicht und ergreifend gar nicht über einen Abrisswert, sehr wohl aber über einen Initialschaden. Als letztes betrachten wir nun den Profi-Schlächterbogen. Diesen können wir im DSC The Frozen Wilds im Tausch gegen Blauglanz und seltene Maschinenteile beim Händler erwerben. Er ist der stärkste Vertreter seiner Waffengattung. Das sieht man recht schnell an den verbesserten Werten. Hier fällt vor allem auf, dass sich der Grundschaden des gehärteten Pfeils im Vergleich zum Profi-Jägerbogen mehr als verdoppelt hat. Des Weiteren besitzt der Schlächterbogen die Fähigkeit Powerschuss, die unsere Pfeile bei voller Aufladung zusätzlich verstärken. In Kombination mit der typisch hohen Grundgeschwindigkeit entsteht so ein enormes Schadenspotenzial. Erst recht, wenn man bedenkt, wie schnell sich durch den hohen Handhabungswert drei Pfeile in den Bogen einspannen lassen. Bei der Modifizierung versuchen wir also genau dieses verborgene Potenzial aus dem Schlächterbogen herauszuholen. Aus ihm soll ja schließlich eine schnelle, wendige und vor allem tödliche Waffe werden. Dadurch ergibt sich, dass wir bei den Modifikationen auf Schaden, Handhabung und Feuerschaden setzen. In dieser Reihenfolge. Da ist noch eine kleine Besonderheit anzumerken. Wenn Schaden und Handhabung an ihre Grenzen stoßen und kein Potenzial mehr für Feuerschaden gegeben ist, können wir die unerprobte Waffenspule, eine seltene Waffenspule aus The Frozen Wilds, einsetzen, welche uns zusätzlich noch Zugang zu Abrisswerten ermöglicht. An einigen Beispielen will ich euch nun demonstrieren, warum ich die Jägerbögen für die besten Waffen im Spiel halte. Diese werden verdeutlichen, wie vielseitig diese Waffengattung eigentlich ist. Als erstes Beispiel zu erwähnen ist, dass es einige Maschinen gibt, die Lohnbehälter mit sich herumtragen. Etwas Zielwasser-Intus vorausgesetzt, macht diese Tatsache sie zu wandelnden Bomben für uns, die man sehr strategisch nutzen kann und sollte. Hier zum Beispiel bei der Jagd nach Grasern. Und wer kennt sie nicht, die lieben Grauhabichte. Diese nervigen Gesellen haben das Talent immer dann aufzutauchen, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann. Mit ein paar Flammenpfeilen macht ihr den Kampf gegen sie wesentlich einfacher, da sie brennend nicht fliegen können und so zur Landung gezwungen werden. Das Schnappmaul hingegen reagiert zutiefst allergisch auf Feuer, was den Kampf gegen diese starken Maschinen ziemlich erleichtert. Einfach ein paar Flammenpfeile auf den schuppigen Maschinenkörper abfeuern und zusehen, wie er in Rauch aufgeht. Genauso ergeht es verdorbene Maschinen und Maschinen des Schwarms. Die Maschinen des Schwarms sind davon besonders durch ihre Überhitzungsmechanik betroffen. Bei menschlichen Gegnern wirken die Jägerbögen schon fast overpowered.
Nicht nur, dass sie wie alle Gegner, die in Brand geraten, für kurze Zeit kampfunfähig werden, der Brandschaden ist für menschliche NPC so hoch skaliert, dass die meisten von ihnen nach einem im Brand setzen das Zeitliche segnen. Aber auch bei Großmaschinen zeigen die Jägerbögen ihr Können. Sei es nun dabei, sie im Handumdrehen mit chirurgischer Präzision von ihren Bauteilen zu erleichtern, oder wie ihr hier seht, etwas frech ihre Geschosse in der Luft abzufangen. Seine wahre Kraft aber zeigt diese Waffe vor allem bei eingefrorenen Gegnern, was dieser arme Donnerkiefer hier gerade im eigenen Leib erfährt. Und um euch zum Schluss nochmal vor Augen zu führen, wie stark diese Waffengattung wirklich ist, so schaut euch einfach mal das hier an. Na, mach Platz. Braver Junge. Aber das mag alles einfach aussehen, aber ihr dürft nicht vergessen, alle Aufnahmen hier wurden auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gemacht, wie ich euch gleich noch einmal zeigen werde. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln, warum für mich diese Waffen die besten im ganzen Spiel sind. Sie sind flexibel, schnell und können bei richtiger Anwendung verheerenden Schaden anrichten. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Waffe für euch die beste ist oder welche ich als nächstes mal unter die Lupe nehmen soll. Falls euch dieser Guide gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo oder ein Like freuen. Ich sag jetzt aber mal Tschüss, mein Name ist Jimmy Woods und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut! Dein verdammter Ernst? Du willst mich verarschen. Ich trete euch. Ach, wie ich euch hasse.